Der dritte und somit letzte Tag ist angebrochen. Zum Kings Canyon gehen wir. Das wird der längste und auch gefährlichste Walk aus dieser Reihe. Und hier sind schon Leute gestorben. We'll start making our way up. Stop. There's a section where there's some metal seats. That's where we'll stop first round. Don't run. Take your time. And I'll see you up there. You guys walk. I'm gonna get the elevator. Wieso das so gefährlich ist, das ist halt mal wieder Sandstein, ganz poröser diesmal, und wenn man halt zu nah am Abgrund steht, bricht er mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ab und den Rest kann man sich dann ja ausmalen. Deswegen sollten wir immer 2 Meter vom Abgrund entfernt stehen. Hier haben Leute ganz kleine Mini-Baby-Fake-Koalas in die Bäume gehangen und man dachte erst, das sind echte, aber so kleine Koalas gibt es leider nicht. You see all these lines in the rock? Yeah. Quite an unusual formation. Every single line you see there is a new sand dune either being blown in or washed in. And it's just been washed in, compressed, blown in, compressed over millions of years, more and more and more. And you kind of make out the angles there that one sand dune was going this way, another sand dune came over that way. And then the inland sea compressed it all down, and then the desert sort of weather baked it all, and that's what we are left with today. So another thing, the really intelligent white man turned up here. Oh my god, looks like coral. It's in the desert. Let's call it desert coral. That white juice. That is the resin out of this plant. It has a couple of different Aboriginal uses. One was for a medical, and one was also for a punishment. I haven't spoken at all about punishments, but I'll cover that a little bit here. So medical. Now, medical is basically like a band-aid. So obviously you use a whole lot more than this. But that, in about 10 minutes time, that'll go hard, be flexible. So you get a whole heap of this, if you cut yourself open, pour a whole heap of that on, and it would act as if it's another layer of skin, and it would protect the wound. Das hier sind ganz, ganz clevere, ja, Eukalyptusbäume im Prinzip. Das ist halt eine Art von Eukalyptusbaum. Und wie man hier sehen kann, entzieht er seinen eigenen Ästen teilweise einfach das ganze Leben, sodass sie absterben und abfallen und schwarz werden. Normalerweise ist der Baum, wie man sieht, weiß. Und dann können sich halt an anderen Stellen neue Äste bilden und der kann sich so im Prinzip selber heilen. Das ist eigentlich ganz cool. Und das konnte man da ganz gut sehen, halt diese weißen und schwarzen Stellen. Ja, das sind auch wieder weiße Stellen, allerdings ist das Vogelscheiße. Von dem schnellsten Lebewesen auf der Erde, hier sieht man es kurz, ich habe noch ein Foto gemacht, kann ich auf dem Blog posten, falls sich das jemand durchlesen möchte. Und auf jeden Fall, ja, haben die da irgendwie ihr Revier und beim Fliegen lassen die gerne mal was fliegen. Und dann hat man halt weiße Flecken an den Wänden. Und hier haben wir nochmal eine kleine Spezialwanderung gemacht, die laut Lincoln die meisten Wanderungen halt nicht machen. Da die Leute einfach immer noch zu nah an den Abgrund herantreten. Da das bei unserer Gruppe aber so gut geklappt hat, durften wir halt hier hochwandern, alle Mann, und hatten nochmal eine echt klasse Aussicht über das ganze Gebiet und sogar in das Tal. Ja, und weit und breit ist halt nichts, nur diese sandigen, bröckligen Gesteine. Und hier sieht man auch zum Beispiel so eine gefährliche Klippe. Muss man halt echt aufpassen und immer gut, ja, 2 Meter
vom Abgrund entfernt entlang gehen. Ansonsten, ja, hier hinten geht es auch gut steil runter. Das waren echt senkrechte Wände. Das war echt beeindruckend. Und hier habe ich mal versucht, so ein bisschen die Entfernung aufzunehmen, wie klein die Menschen noch eigentlich sind auf der anderen Seite. Ja, und hier geht es einfach senkrecht oder mehr als senkrecht sogar herunter. Comes in on top of the ripples, and basically that's what fossilized. So that's what you're seeing here is the silt that's hardened in the shape of the ripples. And so when there was an inland, when the inland sea did leave here, this is what was left. This is one of probably the best example of it around the canyon. But you've probably seen little bits of it on the walk so far. There's a few more bits along the way. Das alles, was ihr gerade gesehen habt, Natur und auch das hier noch, ist der sogenannte Garden of Eden. Ich glaube, ja, die Natur wird dem Namen wohl ziemlich gerecht hier. Es war wunderschön, das Wasser war wie ein Spiegel und dann gab es ja halt hier so ein kleines Becken, wo das Wasser reinlief und da haben wir Pause gemacht, ich glaube 10, 15 Minuten und mal diese Aussicht genossen und irgendwie strahlen die Steine sowas aus, wenn man da sitzt. Ich weiß nicht, aber das fühlt sich echt so magisch an. Kann man sich jetzt denken, ach, der spinnt ja, der Glenn. Zu viel Sonne abbekommen. Aber nee, das ist echt so. Irgendwie, das war echt cool, da zu sitzen. Es war einfach sehr, ja, wie es Lincoln gesagt hat, sehr peaceful. Also sehr friedlich. Und dem stimme ich zu. Fossilized seashells here. An solchen Stellen wollten halt schon manche Leute das perfekte Foto oder Selfie machen, was dann aber halt mächtig in die Hose gegangen ist und ja, die Menschen sind halt abgestürzt, irgendwie Monate vorher war das schon oder Jahre vorher und teilweise konnten die auch gar nicht geborgen werden, weil man da einfach nicht dran kam, trotz Helikopter oder so und dann, ja, musste man halt echt die Körper da liegen lassen in diesen Schluchten, nur für so ein perfektes Foto. Oder 4 Stunden ging es dann allmählich wieder zurück zum Camp und wir haben nochmal gemeinsam Mittag gegessen. Alle haben wieder mitgeholfen
Und dann ging es für 8 Leute, mir inklusive, wieder zurück nach Alice Springs, denn wir haben ja nur eine dreitägige Alice Springs Ayers Rock Tour gebucht und die anderen Leute haben eine viertägige. Deswegen war das wohl auch mit dem Abholen ein bisschen anders. Wir haben die Leute ja vom Flughafen abgeholt. Die hatten eine klein bisschen andere Route als wir. Naja, und dann sind wir halt, wie gesagt, zur 8 nochmal zurück, haben hier einen Zwischenstopp gemacht, wieder ein Emu gesehen. Beziehungsweise das war eine Emu-Farm mit zigtausend Emus. Aber ich habe ja nochmal versucht, eins irgendwie vor die Linse zu kriegen. Die haben echt einen bösen Blick. Aber einen Zwischenstopp haben wir noch vergessen, denn es steht ja noch wohl eine Kameltour aus. Riding a camel. Ja, da muss ich aber auch mal kurz eingreifen. Also, das war schon echt ein bisschen Verarsche. Ich dachte, wir machen so eine Karawane, so eine richtige Kameltour, weiß ich nicht, 20 Minuten durch den Busch. Aber das waren halt 2 Kamele. Hier so ein Engländer in der Mitte, der uns da geführt hat und irgendwie einmal im Kreis gelaufen ist. Und die letzten 20 Meter war es dann wohl Galopp. Und das war die Kameltour, die wir für lau dann bekommen. So, noch eine Nacht hier im Alice Lodge verbracht. Und jetzt warte ich auf meinen Shuttle, der mich zum Airport bringen soll. Und es ist irgendwie verdammt kalt. Ich habe ja nur den Pulli dabei. Und dann war das hier meine 3 Days Ayers Rock Tour. Feedback kommt jetzt gleich wieder hinterher. Mal gucken, wo ich das aufnehme. Und es hat mir sehr, sehr gefallen. So, zurück nach Sydney für 1,5 Tage. Regada en sangre de bravosa y fuente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Otro pehuenche.